So, und hiermit hallo und herzlich willkommen zu A Way Out. Wir sind hier gerade auf der Flucht aus dem Krankenhaus und Aber ist gerade ein bisschen alleine am Spielen. Schöne Grüße, Aber. Moin, Gugi, grüß dich. Wo mein Charakter gerade unterwegs ist, wissen wir nicht, aber das werden wir hoffentlich gleich rausfinden. Ich hoffe, dass wir auch problemlos aus dem Krankenhaus rauskommen. Ja, müssen wir einfach schauen hier. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das so ein bisschen mit Facecam hier. Jetzt, wo der neue Greenscreen da ist, geht es ja super. Das Einzige, die Beleuchtung fehlt noch, aber die bestelle ich auch noch am heutigen Tag. Dass das optimal hier ausgeleuchtet ist. Oha. Die schauen hier nicht her. Du kannst gehen. Komm, 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 komm. Geht schon, geht schon, geht schon. Oh oh. Oh oh. Komm. Oh je. Ui. Wie bei der Feuerwehr. Überhaupt durch den OP-Trakt. Hätte er das Ding behalten, dann hätte man es wieder dran machen können. Genau. Oh, komme ich jetzt hier hochgekrabbelt? Das glaube ich weniger. Schau, du bist intelligenter an sich. Der hat keine Zähne mehr. Alter Schwede. Das ist ja, an was mich das erinnert. An Tekken. Erinnerst dich an das ja, Game? Ja, ja, richtig, an Tekken, genau. Ich glaube, das ist auch so gedacht, dass es an das Spiel so erinnern soll. Ja. Finde ich geil. Alter Schwede. Kommt noch her. Komm, schlag zu. So, das macht uns nicht unbedingt beliebter auf der Skala. Oh oh. Nee, Frauen schlägt man nicht. Also Martin, das machst du mir bitte nicht mehr. Ja, sorry. Das war aus dem Affekt. Ich hab sie nur K.O. geschlagen. Oh, ich komme überhaupt zwei Stockwerke tiefer wieder raus. Damn. I need to find a way out of here. Check the window. I don't know. I don't think he's that stupid. You never know with these fugitives. I'm not so sure. Hey, you think it came through the ventilation? Yeah. Na gut, dass wir da rausgekommen sind und nicht reingeklettert sind. Genau. Ah, eine Leiter nach unten. So, und jetzt? Scheibe einschlagen oder eintreten. Klar, das hört man nicht. Du bist schon ein bisschen weiter wie ich. Ja. Oh oh. Oh oh, jetzt haben sie Waffen. Schieß. Ich glaube, es sollte ich nicht schießen. Scheiß drauf. Geh auf! Aber überhaupt so. Setzen wir uns einfach mal hier hin. Good evening, ma'am. Good evening, officer. We have
Nö, nö. Nee, nee, sie ruft uns nicht. Der sieht uns nicht, keine Sorge. Schnell raus hier, raus hier, raus hier. So. Aua! Oh. Das tut doch weh! Und dann müsstest du gleich kommen. Ja, ich komme mit meiner Geißel. Oh, ein Schloss. Jetzt musst du schießen. Das kann nur schief gehen, seien wir nicht böse, aber... Ich mach noch nicht mal was. Also ich hab nichts gedrückt, gar nichts gemacht. Vincent, hol mich da raus. Lass mich schnell meine Waffen holen. Ja, und was jetzt? Ich weiß es auch gerade nicht. Ich glaube, du musst gleich laufen. Das glaube ich nämlich auch. Hier. Oh, da wird so eine Waffe auf mich gerichtet. Fahr los, fahr los, fahr los! Oha. Wir haben ein stabiles Auto. Ja. Qualitätsarbeit von damals. Da sind wir schon mal super entkommen hier. Mhm. Macht keinen vertrauenswürdigen Eindruck. Er schweißt. Die. Okay. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So, you're a friend, I guess? Yeah. Ah, das ist das Flugzeug, wo wir am Anfang immer drin sind. Stimmt. Okay. Emily, does this thing fly? What does it look like, a fucking bike? Of course it flies. Ich mag sie. Mexiko? You gotta be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily, you know I'll pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? Das wäre doch was. Mhm. Das ist schon mal gut, aber wir haben jetzt nicht dasselbe Gewand an wie ganz am Anfang. Ist dir das schon aufgefallen? Karma. Good, Harvey. Good man. Thank you so much. Thank you.
What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Oye, Juan, dime jefe, necesitamos más hombres. Ya, dale, ¿cuántos? Todos. Mehr hombres. Ich glaube nicht, dass der das jetzt überlebt. Ich glaube es fast nicht. Ja, da kommt gleich ein Schuss. Ja. Ja, jetzt liegt er. Ah, jetzt haben wir unsere Schutzwesten. Mhm. Hey. Here you go. Hey Vincent, who is this Emily really? Don't even ask. You ready? Yeah, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank's right over there. Yeah. Darf ich jetzt wieder was machen oder muss man nur zusehen hier? What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah. But it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. No thanks. You crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Right, Emily? Well, technically, you're right. Also müssen wir jetzt Fallschirm springen oder wie? Cool. Springen. Eindeutig springen. Oh shit. All right. I mean, how hard can it be, right? Don't worry. You'll figure it out. On your way down. Hey, that's not even funny. Doch, ich find schon. Yeah, you better. Are you being cocky now? What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. All right. Sorry, that's just it's coming with. Just get it on the plane, okay? Got it. Sind da unsere Waffen drin oder wie? Ich denke schon. Ich bin schneller da. Ah. Oh! Guck mal, was hier ist. Oh, ich kann mitspielen. Ah! Nein! Ha! Nein! Yeah. Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt. Ja. Nein! Ja! So hoch springt er doch nicht. Oh, fuck. Ja! Mensch, bin ich gut. Nein! Nein! Es ist aufgeholt! Yeah! Oh. Du musst schon springen. Ja! Verdammt! Der war Nein. gut. Matchball. Nein. Yes, Spieler 1 gewinnen. So, genug. Wir müssen nach Mexiko. So, Hangartür öffnen. Geh du die Hangartür öffnen. Ja. Ja, ich hab's ja schon. So, was brauchst du das? Wir fliegen über die Grenze. Ich steig dann schon mal ein. Mach Udo das. Rinnt Treibstoff aus. Hast du vergessen, den Zapfhahn abzusperren? Doch, hab ich. Noch weiter. Also, ich sitz hier schon mal gut.
Dann geht's ab nach Mexiko. Mexiko? Mexiko. So, Tür zu. Ab geht die Post. So, how das hard Flugzeug. Can it be? Ja, das ist ein passender Spruch hierfür. Mhm. Wird spannend. Oh ja. You nervous? No. You? A little bit. Just enough to keep me focused, you know? That's good. Yeah. Du hast einfach nur Schiss vorm Springen. Mhm. Ich glaube, in echt wäre es umgekehrt. Da würdest du eher machen wie ich. Ja. Aha. Bin ich jetzt gespannt. Immerhin bin ich Vater. Mhm. Zumindest in-game. So, ist das jetzt Mexiko da unten, oder wie? Ja. Ja. Nicht wirklich. Das wäre mein Spruch eigentlich. Oh mein Gott. Los geht's. Hey! Wo bleib ich? Komm, schneller! Ja! Oh mein Gott! Oh, oh. Kann ich steuern, du musst zu mir rüberkommen. Komm schon. Ja, Mama, da bist du. Wieso löst du den Gurt? Du hast es mir nicht gut genug erklärt. Ach Quatsch. So, dann fliegen wir mal rüber zum Landepunkt. Ja, wie du dranhängst. Ah, ich find's einfach nur genial. Also Leute, wenn euch das gefällt, lasst doch ein Däumchen da. Genau. Das passt an dieser Stelle optimal. Da ist doch nirgendwo die komische Bude von dem Typen. Okay,
find that you'll break a lot more than an arm. I hate you, man. No, you don't. Nein, tust du wirklich nicht. Und ich sehe da schon wieder das Schlauchlevel, wie es weiter verläuft. Ja. Papi, bitte lass mich nicht los. Ich halte dich eh. Ich will aber nicht ins Wasser springen. Nein, musst du nicht. Boom. Take it easy. You're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died. No, you didn't. Let's get going. Shit. Das Spiel hat sich immerhin unsere Waffe schon mal gemerkt. Ja. Aber ist meine Waffe nicht mit dem Rucksack weggeflogen? Sieht nicht so aus. Nein, ich bin nicht mehr, dass du auf mir draufsteigst. Ende im Gelände. Jetzt bin ich mal dran. Irgendwie habe ich mir leichter getan beim Nachspringen als du. Ja. Oh, die haben eine AK. Wenn der eine nicht da ist, schieß mal. Geht schon. Drei. Ne, geh auf den Kopf. Geh auf den Kopf. 3, 2, 1. Oder ist dadurch nicht gestorben? Nee. Hätte ich vielleicht doch die Karabiner nehmen sollen. So, können wir von denen die Waffen auch nehmen? Nee. Die AK wäre aber keine schlechte Waffe. Es haben halt nur die Bösen. So, dann ziehen wir das Ding mal weg hier. Und ich würde sagen... Boah! Da schießt jemand auf uns. Ich würde sagen, bei dieser kurzen Verschnaufpause war es das auch wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben und ein Abo und eine weitere Empfehlung da. Wir sind jetzt an dieser Stelle raus, verabschieden uns, sagen Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.